Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Teuflische Waffen. Die Quest ist einfach abzugeben bei Ishana in Shadwat an dieser Position. Rechts unten im Bild seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten, wo ich mich befinde. Vorquest war ein reinigendes Licht, soweit ich mich erinnere. Um die Quest abgeben zu können, die könnt ihr nämlich nicht annehmen, ihr könnt nur abgeben. Ist es nötig, so eine teuflische Waffe im Inventar zu haben? Wo diese droppen können, habe ich im Video von der Vorquest erklärt, aber ich mache es jetzt auch nochmal. Die droppen zum Beispiel im Schattenmontal in diesem Gebiet bei diesen Mobs, Dämonen, Anhänger des Schattenrats oder wie die heißen. Dann können die ziemlich gut droppen im Schattenlabyrinth, besonders Schattenlabyrinth Heroisch. Und ich glaube, es gibt noch einige Positionen, wo sie droppen können. Ich mache ja kein Guide zum teuflischen Waffenfarmen, sondern nur für die Quest. Damit das Video nicht ganz sinnlos ist, zeige ich euch jetzt mal, wie viel Ansehen so eine teuflische Waffe gibt. Weiter. Quest beenden. Die Aldor hat sich um 350 verbessert, die Seher hat sich um 385 verschlechtert. Das Ganze gilt während des Patches 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Falls es in BC Classic anders ist, könnt ihr es gerne in die Kommentare posten, würde mich freuen. Hoffe, mein Video konnte euch irgendwie helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns mal live. iZocker, Ende.